Mutter Teresa, ein Name, der weltweit als Symbol für Nächstenliebe und Heiligkeit gilt. Eine Frau, die den Ärmsten der Armen diente. Die Nobelpreisträgerin und Heilige von Kalkutta. Doch hinter dieser scheinbar unantastbaren Fassade verbirgt sich eine andere Geschichte. Eine Geschichte, die nicht in den Schulbüchern steht, die selten erzählt wird. Heute werfen wir einen Blick auf die unbekannte, vielleicht sogar dunkle Seite von Mutter Teresa. Von einem geheimen Exorzismus kurz vor ihrem Tod, bis hin zu fragwürdigen Verbindungen mit Diktatoren und Kriminellen. Und nicht zuletzt die Frage, war das Leiden, das sie bekämpfen wollte, Teil eines größeren Plans? In den nächsten Minuten werden wir das wahre Leben hinter dem Mythos Mutter Teresa erforschen. Eine Heilige oder eine Frau mit dunklen Geheimnissen? Mutter Teresa, geboren im Jahr 1910 in Skopje, dem heutigen Nordmazedonien. Schon in jungen Jahren fühlte sie den Ruf, der Kirche zu dienen. Mit nur 18 Jahren trat sie den Schwestern von Loreto bei und begann ihre Reise, die nach Indien führen sollte, das Land, das sie nie mehr verlassen würde. Es war in den Straßen von Kalkutta, wo sie die tiefste Armut erlebte und beschloss zu handeln. 1950 gründete sie die Missionaren der Nächstenliebe, eine Organisation, die sich um die Ärmsten der Armen kümmerte, Kranke, Sterbende, Waisenkinder und Ausgestoßene. Mit ihrer Organisation baute Mutter Teresa Hospize für Sterbende, Waisenhäuser für verlassene Kinder und Unterkünfte für Leprakranke. Ihre Arbeit brachte ihr weltweite Anerkennung ein. 1979 erhielt sie den Friedensnobelpreis und wurde zu einem Symbol für Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Doch trotz ihrer großen Anerkennung und ihres Ruhmes gibt es auch Stimmen, die fragen, war ihre Hilfe wirklich immer im besten Interesse der Bedürftigen und welche Entscheidungen traf sie, die weniger bekannt sind? In den nächsten Kapiteln werfen wir einen genaueren Blick auf das, was hinter der Fassade der Nächstenliebe geschah. Während Mutter Teresa weltweit als Symbol der Nächstenliebe bekannt war, geschah etwas Seltsames in ihren letzten Lebensmonaten. Ein Ereignis, das kaum jemand kennt und das Fragen aufwirft, die über das hinausgehen, was wir bisher wussten. 1997 in einem Krankenhaus in Kalkutta bemerkte der Erzbischof Henry Sebastian Sousa etwas Seltsames. Mutter Teresa, die tagsüber ruhig und friedlich war, wurde nachts unruhig, fast gequält. Es schien so, als ob etwas Dunkles sie heimsuchte. Ohne medizinische Erklärung für ihr Verhalten vermutete der Erzbischof, dass es sich um einen Angriff des Teufels handeln könnte. Erzbischof de Sousa entschloss sich zu handeln und rief Priester Rosario, um einen Exorzismus durchzuführen. In einer geheimen Zeremonie betete der Priester, während Mutter Teresa in einem schwachen und verwirrten Zustand war. Der Exorzismus dauerte etwa eine halbe Stunde und war laut dem Erzbischof erfolgreich. Nach der Zeremonie schlief Mutter Teresa friedlich. Aber was führte zu diesem dramatischen Eingriff? Mutter Teresa selbst soll davon überzeugt gewesen sein, dass sie vom Teufel verfolgt wurde. Der Erzbischof erklärte später, dass sie den Exorzismus nicht nur akzeptierte, sondern glaubte, dass er notwendig sei, um inneren Frieden zu finden. Doch was bedeutet dieser Exorzismus wirklich? War es ein Zeichen ihrer spirituellen Reinheit, die vom Bösen angegriffen wurde, wie es in religiösen Kreisen oft beschrieben wird? Oder enthüllt es eine innere Dunkelheit, die selbst Mutter Teresa nicht loswerden konnte? Es bleibt die Frage, wie konnte eine Frau, die als Inbegriff des Guten galt, von einem Exorzismus betroffen sein? Was bedeutete dieser Kampf in den letzten Monaten ihres Lebens wirklich? Während Mutter Teresa weltweit für ihren Dienst an den Ärmsten bekannt war, baute sie gleichzeitig Verbindungen zu einigen der mächtigsten, aber auch umstrittensten Persönlichkeiten der Welt auf. Diese Allianzen werfen Fragen auf.
nicht nur über ihre moralische Integrität, sondern auch über ihre Bereitschaft, ihre Mission durch problematische Mittel zu unterstützen. Eine der umstrittensten Verbindungen, die Mutter Teresa pflegte, war die zum Diktator Jean-Claude Duvalier von Haiti, auch bekannt als Baby Dog. Während seiner Herrschaft wurde Haiti von brutaler Repression, Korruption und extremer Armut geprägt. Duvalier und seine Familie häuften immensen Reichtümer an, während das Volk von Haiti litt. Doch trotz dieser dunklen Seite nahm Mutter Teresa großzügige Spenden von ihm und seiner Familie an. 1981 besuchte Mutter Teresa Haiti und traf dort Jean-Claude Duvalier und seine Frau Michelle. In einer Rede bedankte sie sich öffentlich bei Duvalier für seine Großzügigkeit gegenüber den Armen Haitis. Diese Aussage sorgte für scharfe Kritik, da der Diktator dafür bekannt war, sein eigenes Volk auszubeuten. Eine andere kontroverse Verbindung bestand zu Charles Keating, einem amerikanischen Bankier, der im Zentrum des größten Finanzskandals der 1980er Jahre stand, den sogenannten Savings and Loan Skandal. Keating wurde für den Betrug und Veruntreuung verurteilt, nachdem er Millionen von Kleinanlegern betrogen hatte. Doch bevor dieser Skandal öffentlich wurde, hatte Keating große Summe an Mutter Teresas Organisation gespendet. Keating schenkte Mutter Teresa nicht nur Geld, sondern auch ein Privatflugzeug, um ihre Reisen zu unterstützen. Als Keating später vor Gericht stand, schrieb Mutter Teresa einen persönlichen Brief an den Richter und bat um Nachsicht. Sie erklärte, dass Keating immer großzügig zu den Armen gewesen sei und sein gutes Herz nicht vergessen werden dürfte. Mutter Teresas Netzwerk beschränkte sich jedoch nicht nur auf Duvalier und Keating, sie unterhielt auch Verbindungen zu anderen umstrittenen Persönlichkeiten, darunter die britische Premierministerin Margaret Thatcher, die sie unterstützte. Obwohl deren Sparmaßnahmen die ärmeren Bevölkerungsschichten hart trafen, auch die Reagan-Regierung der USA wurde von ihr gelobt, trotz deren umstrittenen außerpolitischen Entscheidungen, die viele arme Länder bestrafen. Diese Verbindungen werfen eine wichtige Frage auf. War Mutter Teresa bereit, moralische Kompromisse einzugehen, um ihre Mission zu finanzieren? Oder sah sie das Geld, egal woher es kam, als notwendiges Mittel, um ihren Dienst an den Armen zu erfüllen? Das bringt uns zu einem weiteren Dilemma. Wie weit darf man gehen, um Gutes zu tun? Kann man wirklich heilig sein und gleichzeitig die Unterstützung von Menschen aufnehmen, die so viel Leid verursacht haben? Schreibt es mal in die Kommentare. Mutter Teresa wurde weltweit als Ikone der Barmherzigkeit und der Liebe für die Ärmsten der Armen gefeiert. Doch hinter den Kulissen verbarg sich eine tiefe Dunkelheit, die selbst die heiligste Fassade bröckeln ließ. Jahrzehntelang kämpfte Mutter Teresa mit ihrem Glauben und mit ihrem eigenen Verhältnis zu Gott. In ihren Briefen, die erst nach ihrem Tod veröffentlicht wurden, enthüllte Mutter Teresa, dass sie über fast 50 Jahre in einem Zustand der geistigen Dunkelheit lebte. Sie sprach von Abwesenheit Gottes in ihrem Leben, von Einsamkeit und Verzweiflung, obwohl sie für Millionen ein Symbol des Glaubens war. Eines ihrer Zitate lautet: In meinem Inneren ist alles kalt und dunkel, ich habe das Gefühl, dass ich verlassen bin. Diese spirituelle Krise, die sie durch ihr Leben begleitete, gibt einen tiefen Einblick in ihre persönliche Zerbrechlichkeit. Sie kämpfte mit der Frage, ob ihr Leiden und das Leiden, das sie umgab, eine göttliche Prüfung war oder ob sie von Gott verlassen worden war. Aber nicht nur ihr eigenes inneres Leiden war Gegenstand der Kontroversen. Mutter Teresa glaubte zutiefst daran, dass das Leiden der Menschen eine direkte Verbindung zu Gott darstellte. Sie sah das Leiden als eine göttliche Prüfung, eine Möglichkeit, Christus näher zu kommen. In einem ihrer berühmtesten Zitate sagte sie: Es gibt etwas Schönes im Anblick der Armen, die ihr Leid mit Christus teilen.
Doch diese Philosophie stieß auf scharfe Kritik. Viele Freiwillige und medizinische Experten, die an ihren Hospizen arbeiteten, stellten fest, dass die Pflege, die Mutter Teresa den Sterbenden gewährte, oft nicht den medizinischen Standards entsprach. Es wurde berichtet, dass Schmerzmittel und medizinische Ausrüstung oft nicht zur Verfügung standen, selbst wenn sie benötigt wurden. Einige Kritiker, wie der Journalist Christopher Hitchens, ging so weit, um zu behaupten, dass Mutter Teresa das Leiden der Menschen nicht nur akzeptierte, sondern es fast glorifizierte. Hitchens beschrieb ihre Hospize als Häuser des Leidens, in denen die Schmerzen der Menschen als spirituelle Übung angesehen wurden, anstatt sie medizinisch zu behandeln. Einige Kritiker und Beobachter entwickelten sogar die Theorie, dass Mutter Teresa das Leiden der Menschen als eine Art spirituelles Experiment betrachtete, als einen Test, der zeigen sollte, wie nah Menschen durch ihr Leiden Gott näher kommen könnten. Diese Theorien gehen davon aus, dass sie bewusst wenig medizinische Hilfe zur Verfügung stellte, um den spirituellen Wert des Leidens zu betonen. Es stellt sich die Frage, hat Mutter Teresa das Leiden des Menschen als göttliches Opfer gesehen, oder war es eine bewusste Entscheidung, das Leid zu fördern, um den Menschen die Nähe zu Gott zu ermöglichen? Die Kritik an ihren Methoden wuchs in den späten Jahren ihres Lebens. Medizinische Fachleute stellten fest, dass die Versorgung in ihren Einrichtungen oft unter dem lag, was sie als humane Pflege angesehen wurde. Schmerzmittel waren oft nicht ausreichend verfügbar und viele Patienten starben unter qualvollen Bedingungen. Ein Bericht eines Arztes sagt ebenfalls aus: In modernen Hospizen steht die Schmerzlinderung im Mittelpunkt. Doch in der Einrichtungen von Mutter Teresa schien das Leiden fast gewollt zu sein. Einige argumentierten, dass Mutter Teresa die notwendigen Mittel hatte, um bessere medizinische Versorgung zu bieten, aber ihre Philosophie des Leidens stellte diese Mittel in Schatten. Das führt uns zu einer zentralen Frage: War das Leiden, das Mutter Teresa in ihren Einrichtungen zuließ, wirklich notwendig? War es ein Teil ihrer religiösen Missionen, den Menschen zu helfen, durch ihr Leiden spirituelle Erlösung zu finden? Oder war es eine ethische fragwürdige Entscheidung, die mehr Schaden als Nutzen verursachte? Heute hinterfragen viele diese Philosophie. Sie fragen, ob es moralisch vertretbar ist, Menschen in ihrer größten Not leiden zu lassen, wenn es medizinische Hilfe zur Verfügung stehen könnte. War Mutter Teresa wirklich eine Heilige, die Menschen näher zu Gott brachte, oder förderte sie das Leid auf eine Weise, die wir heute nicht mehr akzeptieren können? Obwohl sie 2016 offiziell von der katholischen Kirche heilig gesprochen wurde, gab es viele, die diesen Schritt hinterfragten. Kritiker wie Christopher Hitchens bezeichneten den Prozess als überhastet und warfen der Kirche vor, die Augen vor den Widersprüchen von Mutter Teresas Leben zu verschließen. Vor allem ihre verherrliche Haltung gegenüber dem Leid und ihre Verbindungen zu fragwürdigen Persönlichkeiten wurden immer wieder thematisiert. Auch nach dem Tod von Mutter Teresa bleibt die Erbe umstritten. Die Organisation, die sie gründet, ist bis heute weltweit aktiv. Doch in den letzten Jahren wurden schwere Anschuldigungen laut, die das Vermächtnis der heiligen Welt von Kalkutta ein neues Licht rücken. Im Jahr 2018 wurde die Organisation von Mutter Teresa in einen Skandal um den Verkauf von Babys verwickelt. In einem Heim für unverheiratete Mütter im indischen Bundesstaat, ich kann es leider nicht aussprechen, wird hier eingeblendet, deckten die Behörden auf, dass mindestens 5 Babys gegen Geld verkauft wurden. Eine Nonne und eine Sozialarbeiterin der Missionarinnen der Nächstenliebe wurde festgenommen und gestanden, die Babys für Beträge zwischen 600 und 1700 US-Dollar verkauft zu haben. Die indische Regierung reagierte scharf und forderte eine umfassende Untersuchung aller von den Organisationen betriebenen Einrichtungen. Es wurde vermutet, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art war, sondern dass der Babyhandel möglicherweise schon früher stattgefunden haben könnte. Dieser Skandal hat das Erbe von Mutter Teresa und ihrer Organisation schwer erschüttert. Obwohl die Vorfälle nach ihrem Tod stattfanden, werfen sie ein kritisches Licht auf die inneren Strukturen und die Moralvorstellung der Missionarinnen der Nächstenliebe. Kritiker behaupten, dass die Organisation möglicherweise zu wenig Kontrolle über ihre Mitarbeiter hatte und dass es Lücken in der Aufsicht gab.
Die Organisation ist auch für die Bedingungen in ihren Heimen und Hospizen immer wieder in Kritik geraten. Berichte über mangelhafte medizinische Versorgung, unhygienische Zustände und Misshandlungen tauchen regelmäßig in den Medien auf. Ehemalige Freiwillige und Arbeiter haben wiederholt darüber gesprochen, dass Patienten in ihrer Einrichtung nicht die nötige Pflege erhalten und dass die Philosophie des Leidens, die Mutter Teresa vertrat, weiterhin eine Rolle spielt. Für viele ist die Frage, ob die Organisation in der modernen Welt noch den Ansprüchen an eine humane und würdige Pflege gerecht wird. Neben den Problemen in der Pflege und den ethischen Fragen rund um den Babyhandel gab es auch immer wieder Fragen zur finanziellen Transparenz der Organisation. Die Missionarinnen der Nächstenliebe erhalten jährlich Millionen an Spenden, doch es ist oft unklar, wie diese Mittel genau verwendet werden. Kritiker werfen der Organisation vor, dass nicht genug in die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bedürftigen investiert wird. Ich habe auch heute noch irgendwo aufgefasst, also in der heutigen Zeit, nicht so lange her, dass anscheinend Mutter Teresa auch Kinder verkauft haben soll. Also damals die Mutter Teresa von früher, natürlich nicht jetzt die Organisation von heute. Dabei habe ich aber jetzt nicht mehr recherchieren können, nicht mehr herausgefunden. Es gibt zwar dieses Gerücht, das steht da drin, aber das ist jetzt nichts Offizielles bekannt, was ich noch mehr darüber hinausfinden hätte können. Es wird auch immer wieder erzählt, dass die Mutter Teresa eine Massenmörderin war. Und ja, genau, da lasse ich jetzt mal noch die Spekulation offen für die Kommentare. Ich wäre froh, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, vielleicht einen Daumen oben nach unten, abonnieren, wenn es gefallen hat, keine Ahnung, mal gucken. Dann wünsche ich euch noch eine angenehme Woche, ein schönes Wochenende und ja, nächstes Video kommt auch bald wieder. Haut rein, Grüße an NoobesTV, tschüssi, ciao und Grüße aus der Schweiz.